So Leute, ich möchte euch mal ein kleines Update zeigen zu meinem Mais. Und zwar haben wir heute nämlich den 8. April. Und wie ihr ein bisschen sehen könnt, es hat sich ein bisschen was angesammelt hier an Pelz auf gut Deutsch. Ich habe auch schon kleine Lüftungen reingemacht, aber schaut mal genau hin. Schaut mal, seht ihr das? Es funktioniert. Aber was noch viel cooler ist, ich habe nämlich nicht nur, bin nämlich nicht nur hingegangen, habe den Mais gemacht, sondern ich habe auch noch Sonnenblumen. Aber natürlich an anderer Stelle. Die habe ich jetzt nicht hier neben gemacht. Aber die zeige ich euch jetzt auch mal. So, hier sind die Sonnenblumen. So, und wie ihr sehen könnt, hier ist eine Menge Kondens drunter. Und auch ein bisschen was an Pilz, an Pelz, was sich angesammelt hat, hier wieder drunter. Aber, das sind nur zwei. Ich habe aber hier unten, könnt ihr erkennen, hier ist noch ein dritter. Und jetzt schaut mal. Guckt euch das an. Hier zwei Stück. Einmal da und einmal da. Sieht das nicht cool aus? Also ich bin echt happy, dass das funktioniert. Das sind im Moment die beiden, die quasi funktioniert haben. Hier ist jetzt noch nichts zu erkennen. Gucken mal. Ne, wie ihr sehen könnt, da ist es noch nichts. Und auch hier ist jetzt quasi noch nichts zu sehen. Gut, machen wir erstmal wieder runter. So. Aber hier halt, hier könnt ihr erkennen, ich kann noch mal ein bisschen reinzoomen. So, hier könnt ihr erkennen, da kommt auf jeden Fall etwas. Und das gleiche sieht es so aus, halt eine kleine Spitze beim Mais. Ich bin gespannt, ich halte euch auf dem Laufenden. So, noch ein kleines Update. Und zwar haben wir heute den 9.4. Und wie ihr sehen könnt, ich habe die Folie entfernt und ich habe die Pelzschicht entfernt. Die liegt jetzt da irgendwo. Und jetzt schaut mal. Schaut euch den Mais an. Aber das ist noch nicht das Krasse. Wir schwenken mal kurz rüber und gehen mal zu den Sonnenblumen. Das, ihr Lieben, sind die Sonnenblumen. Guckt euch das an. Da kommt auch noch ein. Da. Da haben wir einmal. Und da. Also ich denke, es wird Zeit, die rauszusetzen. Und dann schauen wir mal, würde ich sagen. Also es wird jetzt Zeit, die rauszusetzen an die frische Luft. Das meine ich damit. Nicht einzupflanzen in den Boden, sondern erstmal noch an die frische Luft. Ja, ich dachte mir, ich mache dann nochmal ein Update. Und zwar haben wir heute den 11.4. Und wie ihr sehen könnt, haben noch 4 Stück von dem Mais nichts. Gar nichts. Das ist ziemlich schade. Dafür aber der. Guckt euch das an. Das sieht schon nicht schlecht aus, oder? Was denkt ihr? Ich würde sagen, wir schwenken mal rüber zu den Sonnenblumen. So, und jetzt schaut euch mal bitte die Sonnenblumen an. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Das ist schon krass. Aber ich denke, es wird im Moment noch ein bisschen zu kalt sein, um die nach draußen zu setzen. Aber wir schauen mal. Vielleicht habe ich ja Ende der Woche, Anfang nächster Woche Glück und kann die raussetzen.